Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Messios Box von SSIO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Messios von SSIO, das Ganze erscheint am 6. Dezember. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist ein recht ungewöhnliches Format. Wir haben hier eine Box im Hochformat, wie wir sehen können. Erinnert mich rein von der Optik her etwas an solche Boxen, in denen Alkohol verschickt wird. Also wenn man zum Beispiel eine Flasche Wodka oder Whisky irgendwo online kauft, dann bekommt man das meistens dann in solchen Verpackungen hier. Aber hier ist kein Schnaps oder ähnliches drin, sondern etwas viel Besseres. Jawohl, wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Einmal hier die Schweißnaht entlang. Wunderbar. So. Dann schauen wir uns das mal an. Also, wir haben hier eine weiße Box. Hier oben lesen wir einmal Alles oder Nix Records präsentiert. Dann haben wir hier den leibhaftigen Messios abgebildet mit schwarzen langen Haaren. Darunter lesen wir den Interpreten SSIO. Und dann haben wir hier einen Warnhinweis, der hier nicht wie der reguläre Warnhinweis, also ihr kennt das, dieser Verbraucherhinweis, harte Texte, der ist es nicht, sondern wir haben hier Restricted Under 17 Requires Accompanying Parent or Adult Guardian. Ups, jetzt war es etwas verschwommen. Ich hoffe, man kann das ja halbwegs erkennen. Also, laut diesem Aufdruck hier, nicht für Kinder unter 17 Jahren die Musik. Auf der Seite in weiß, unten in weiß, oben in weiß. Und auf der Unterseite haben wir noch einen Barcode, den Albumtitel, den Interpret und noch Infos. Jawohl, okay. Also das Ganze über Alles oder Nichts erschienen. Chapter 1 hat den Vertrieb gemacht. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf der Seite aufzuklappen. Und dann kommen wir zum ersten Inhalt. Wir haben hier einmal den SSIO Ghetto Blaster, zu dem kommen wir dann noch. Dann haben wir hier einen Schlüsselanhänger. Das Album an sich. Einen SSIO Sticker. Dann, was haben wir hier? Die Instrumentals zum Album. Ein Poster. Und weitere Sticker. Okay, also Sticker sind hier auf jeden Fall jede Menge dabei. In den verschiedensten Ausführungen. So, dann klappen wir die Box mal wieder zu. Zur Seite. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die diversen Sachen aus den Folien holen. Also, wir haben hier einmal die Instrumentals und das Album. Und natürlich diesen Ghetto Blaster. So, einmal dann das Album und den Schlüsselanhänger. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Auch dieses ist noch verschweißt. So. Aber jetzt, so, was mich jetzt schon mal nicht ganz so freut, da, ja, dass ich hier zwei Macken im Cover habe, einmal hier, aber ja, gut, das werde ich dann vielleicht in ein neues Jewelcase umziehen, das dann heiler ist. Also, wir lesen hier oben einmal Alles oder Nichts Records präsentiert, Messios und SSIO darunter. Wir haben hier das dritte Album von SSIO. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, es kommt in einem Jewelcase. Und auf der Rückseite haben wir dann 13 Tracks. Wir haben keine Features, es sind 13 Solo-Tracks, also 100% SSIO. Rechts haben wir den Barcode, darunter die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir einen Blick ins Booklet. Jetzt hat sich hier unten auch noch was verabschiedet. Und zwar so ein kleines Stück Plastik, das hier das Ganze zusammenhält. Also ich brauche hier definitiv ein neues Jewelcase.
So, wir haben hier einmal ein Foto von Sio, der hier scheinbar in irgendein Teil hier reinschaut. Das ist ja eventuell ein Fahrgeschäft, rein so von der Neonbeleuchtung und so. Würde ich jetzt mal sagen, das hier ist ein Fahrgeschäft. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks, inklusive der Info, wer hat den Text geschrieben und wer hat produziert. Hier ist beim Text Xatar dabei, aber das auch nur wegen der Hook. Er ist nicht wirklich als Features, sondern er hat eben diese einzelnen Hook-Parts. Dann weitere Fotos, weitere Infos, also ganz klassisch gehalten, das Booklet, jawohl. Dann hier die Infos noch und zum Abschluss die Credits. Jawohl, also hier hat man die ganzen Infos, wer hier an dem Album mitgewirkt hat. Dann packen wir das wieder zusammen und kommen zur CD. Die sieht so aus in Schwarz und Weiß. Hier lesen wir Messios Sio. Dahinter auch nochmal. Und dann packen wir das zur Seite. Wir haben zusätzlich noch Instrumentals mit dabei. Die kommen hier in einer weißen Papphülle. Also vom Design her 1 zu 1 wie das reguläre Album. Auf der Rückseite lesen wir dann Sio Instrumentals, darüber Messios. Und wir haben auch hier 13 Tracks. Bedeutet, wir haben auf dem Album keine Skits oder irgendwelche Lückenfüller. Es sind wirklich 13 Tracks und demzufolge auch 13 Instrumentals. So sieht die CD aus. Wie gesagt, in einer Papphülle. So, das war es soweit zur Musik. Wir haben dann noch weitere Inhalte. Unter anderem haben wir hier einmal ein Poster, welches so aussieht. Hier ist Sio in roter Jacke, Versace-Jacke. Und was haben wir hier? Er sieht auch wieder nach Fahrgeschäft aus. Also hier alles in Asien gedreht und auch dieses Foto stammt aus Asien. Und auf der Rückseite, das ist für mich auf jeden Fall das gelungenere Motiv. Hier, ich glaube, ist auch das Cover der Singleauskopplung Testo E. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, das Coverfoto. Hier, Sio in bester Wladimir Putin-Manier reitet er auf einem Bär. Sehr schön. Also, wenn ich das Poster aufhängen würde, dann auf jeden Fall auf dieser Seite. Die eine Seite quer, die andere hochformatig. Dann haben wir Sticker mit dabei und zwar jede Menge. Also, wir haben hier einen ganzen Packen an Stickern. So, wir haben einmal diesen hier, der ist im Hochformat. So sieht das aus. Sio hier in Bademantel, Adiletten, Goldkette, alles am Start. Den gibt es hier zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also fünfmal hier der Sio Character als Sticker. Dann haben wir den Sio Messios Cover Sticker. Der ist ebenfalls drei, vier, fünfmal vorhanden. Und der kommt hier quadratisch. Also ganz klassisch hier das Cover drauf gemacht. Und dann ebenfalls fünfmal ein Sio Schriftzug Sticker. Hier in Gold und Weiß und das Ganze im Querformat. Also drei Stickermotive in je fünffacher Ausführung bedeutet, wir haben hier dann insgesamt 15 Sticker an der Zahl. Einen Schlüsselanhänger haben wir mit dabei, auch hier wieder Sio in Bademantel. So sieht das aus. Kommt ihr mit einer Kette, könnt ihr dann natürlich einen neuen Schlüssel oder einen neuen Rucksack dran machen. Auf der Rückseite Sio und Alles oder Nix Records 2019. Sehr schön. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Boxinhalt neben dem Album, das Highlight der Box in meinen Augen. So, wir haben hier erstmal einen Zettel, eine Gebrauchsanweisung. Was lesen wir hier? Urban Boombox Limited Sio Edition Gebrauchsanweisung. Speaker, Sensor, Powerlight, Switch on off. Okay, also so funktioniert das. Und man kann hier einfach das Handy einstecken. Man muss das nicht anstecken, wenn ich es richtig verstehe. Das Ganze wurde hier produziert von der Urban GmbH in Hofheim. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die Gebrauchsanweisung weg und schauen uns das Ganze mal im Detail an. Also, es sieht aus wie so eine klassische Boombox, also Boombox sage ich schon, wie so ein klassischer Ghetto-Blaster. Ihr kennt das vielleicht noch aus den früheren, aus den alten Zeiten, hier sogar mit Henkel. Da gab es das ja regelmäßig. Wir haben hier oben diverse Knöpfe, die meisten sind natürlich nur aufgezeichnet. Ich glaube, der ist der einzige,
der hier wirklich Relevanz hat, der Volume-Knopf. Also hier kann man dann entsprechend die Lautstärke aufdrehen. Und dann haben wir hier unten auch wieder diverse Symbole. Wir haben hier Donuts, Pflanzen, Adiletten, Felgen, SIM-Karten, Taxischilder, also alle Sachen, die in Sios Leben irgendwie eine Rolle spielen. Hier auch wieder in Bademantel, rechts und links. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und dann haben wir hier so ein Fach. Ich schätze mal, dass man das hier aufmachen kann. Ist die Frage, wie am besten. Oder ob wir den ganzen Hinterteil aufklappen, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ah, okay, alles klar. Hier geht das Ganze auf. Okay, also wenn ich es richtig sehe, haben wir hier ein Kabel. Das Ganze ist hier noch etwas länger. Es ist nur hier, ich hoffe man kann das sehen, zusammengebunden. Ich lasse es jetzt mal so. Wir haben hier einerseits ein USB-Kabel, aber wir haben hier auch ein Fach für Batterien. Bedeutet, wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Ganze in Betrieb zu nehmen. Und das freut mich schon mal sehr. Ich habe es in der Vergangenheit oft bekrittelt bei den Sachen, die wirklich nur mit Batterie gelaufen sind. Dass ich das nicht so nachhaltig finde und generell nicht dauernd Batterien kaufen möchte. Aber, dass man das hier mit einem Stromkabel ausgestattet hat, ist natürlich eine gute Sache. Da kann man das dann auch mit einem Kabel in Betrieb nehmen. Und natürlich, wenn man es dann unterwegs verwenden möchte, kann man auch die Batterien verwenden. Allerdings, man kann ja auch das USB-Kabel an den Anschluss einer Powerbank oder so ranmachen. Dann hat man das auch mobil. Also, in meinen Augen auf jeden Fall der USB-Anschluss das Bessere. Gut, ich hole mal ganz kurz einen Adapter und dann werden wir das mal kurz in Betrieb nehmen. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt eine Powerbank aufgetrieben. Das Ganze werden wir jetzt hier hinten einmal einstecken. Und jetzt schauen wir mal, ob es zum gewünschten Ergebnis führt. Ich habe hier mein Handy. Wir haben hier zum Beispiel von Sio Hash. Geben wir hier rein. Normalerweise, wenn man das jetzt so verwendet, klingt das natürlich ziemlich schwach. Also rein übers Handy klingt das dann so. Und wenn wir dann hier aufdrehen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also das hat auf jeden Fall einen Effekt. Und auch der Bass kommt da ganz gut rüber dafür, dass das so ein kleines Ding ist. Hätte ich echt nicht gedacht. Also dass das hier so aus Pappe besteht und dann aber im Innenleben dann doch ziemlich Power hat. Nicht schlecht. Also das ist echt mal eine feine Sache. Speziell eben auch, dass man das mit Powerbank und nicht nur mit Batterien verwenden kann. Das freut mich sehr. Gut, wir machen das Ganze wieder zu. So sieht das aus. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Gerät, dieser Ghetto Blaster. Dann haben wir die Schlüsselanhängerfigur von Sio hier im Bademantel. Diverse Sticker, insgesamt 15 Stück. Also wir haben hier Sio Logo Sticker, also Schriftzugsticker. Dann hier das Albumcover und natürlich auch noch die Figur. Also 15 Sticker an der Zahl, jedes Motiv 5-mal vorhanden. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle, 13 Stück. Und natürlich das Album an sich, Messios mit 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Messios von Sio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.